Ja, dann guten Tag und herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz. Herzlich willkommen, Ralf Hasenhüttl beim VfL Wolfsburg. Begrüße anlässlich der Vorstellung unseres neuen Cheftrainers auch unseren Sportdirektor Sebastian Schinzilorz auf dem Podium. Sebastian, ich würde auch mit einer kurzen Frage an dich gerne einsteigen. Die letzten beiden Tage waren sehr turbulent, sie waren sehr intensiv. Vielleicht kannst du sie aus Sicht des Clubs mal zusammenfassen. Ja, erstmal herzlich willkommen an Sie alle, an euch alle. Wir freuen uns, dass ihr so zahlreich erschienen seid, das Interesse zeigt an der Vorstellung von Ralf. Du hast es richtig gesagt, turbulent trifft es ganz gut. Ich glaube, die allermeisten im Raum haben die Entwicklung der letzten Wochen, der letzten Monate, die Ergebnisse mitverfolgt und auch das Spiel gegen Augsburg gesehen, was ein Stück weit, ich sag mal, passend ist zu den letzten Wochen in dem Spiel. Glaube ich, sind wir gut ins Spiel gekommen, haben klar die Dominanz, haben dann aber nicht das Quäntchen Glück, das nötige Quäntchen Glück, um letztendlich das Ergebnis zu präsentieren, sodass wir nach dem Spiel wieder mit einem Negativergebnis dagestanden haben. Und das haben wir dann selbstverständlich wie immer zum Anlass genommen, die ganze Situation nochmal Revue passieren zu lassen, das Spiel Revue passieren zu lassen und sind dann zum Ergebnis gekommen, dass es in der aktuellen Situation wichtig ist, der Mannschaft einen neuen Impuls zu geben, für eine neue Aufbruchsstimmung zu sorgen, die Situation zu verändern, dass wir den Trend stoppen und die Situation deutlich stabilisieren. Haben dann nach dem Spiel uns zusammengesetzt, den Kontakt zu Ralf aufgenommen und freuen uns, dass es in der Kürze der Zeit letztendlich auch gelungen ist, da die Dinge abzuwickeln und sind sehr glücklich und freuen uns, Ralf hier begrüßen zu können. Vielen Dank, Sebastian. Dann würde ich jetzt gerne an euch übergeben für eure Fragen an den neuen Cheftrainer und Sebastian Schinzilorz. Ich bitte um kurzes Handzeichen, damit wir mit dem Mikrofon kommen können. Und wir starten in der ersten Reihe hier vorne mit Florian Schulz von der Wolfsburg Allgemeinzeitung. Willkommen in Wolfsburg, Herr Hasenhüttl. Der Plan war ja tatsächlich, der Ursprungsplan war ja, einen neuen Trainer im Sommer zu verpflichten. Jetzt fangen Sie schon etwas früher an, sind sowas wie ein Feuerwehrmann, kann man ja sagen. Haben Sie denn gezweifelt nach der ersten Anfrage oder war für Sie klar, dass das mache ich, das möchte ich gerne machen? Ja, zuerst mal auch hallo von meiner Seite. Ich freue mich sehr, dass ich jetzt hier sitzen darf und dass ich wieder in der Bundesliga bin. Für mich war die Entscheidung vor allem auf der Basis der Tatsache, dass ich jetzt noch genug Zeit hatte, mich zu erholen und wieder den Hunger verspürt habe, wieder arbeiten zu wollen, eine sehr gute Möglichkeit einzusteigen. Und ich habe nicht lange überlegen müssen, um dem VfL zuzusagen. Die Bundesliga ist die Liga, der ich sehr viel zu verdanken habe, in der ich meine ersten Lorbeeren als Trainer verdienen durfte, wo ich mir mein Wissen angeeignet habe, um dann auch einen Sprung in die Premier League zu schaffen. Und ich weiß sehr wohl, was ich der Bundesliga zu verdanken habe und möchte jetzt mit dem Verein beweisen, dass wir zu mehr in der Lage sind und uns wieder den Kredit erarbeiten, den wir brauchen, um die Unterstützung zu bekommen, die wir nötig haben. In der zweiten Reihe Kevin Schwank von der Bild-Zeitung. Ja, hallo Herr Hasenhüttl, auch von mir. Hallo. Wie groß war denn dieser Hunger nach der längeren Auszeit? Es ist nicht so, dass mir langweilig war zu Hause, aber das Wissen im Kopf, dass man nach so langer Zeit als Cheftrainer hat, lechzt danach wieder genutzt zu werden und dementsprechend merkt man einfach, dass das Interesse am Fußball nach einer gewissen Zeit wieder wächst. Der lässt dann einfach halt nicht los, das ist einfach so. Und man, ich will nicht sagen, man sehnt sich wieder danach, auf dem Platz zu stehen. Aber ich hätte mir das eigentlich nach den 4 Jahren Southampton nicht mehr gedacht, dass das wiederkommt, weil ich da damals ziemlich leer war. Aber ich glaube, wenn man so lange in dem Geschäft arbeitet als Spieler und danach als Trainer, dann muss dieses Wissen wieder auf den Platz. Und darauf freue ich mich jetzt ganz besonders, die ganzen Erfahrungen, die man gemacht hat in seiner Karriere als Trainer, dann in diesen Verein zu bringen, das Wissen hoffentlich dazu zu verwenden, wieder erfolgreich Fußball zu spielen. Christopher Klein vom NDR Radio. Hallo Herr Hasenhüttl. Hallo. Ist jetzt Ihre dritte Bundesliga-Station. Mich würde mal interessieren, wie Sie das hier kategorisieren. Sie haben mit Ingolstadt echt einen Underdog in unglaubliche Höhen gehoben. In Leipzig waren die Voraussetzungen ganz andere. Da haben Sie sehr viel draus gemacht. Was ist das jetzt hier in Wolfsburg für Sie mit Ihren Worten für eine Aufgabe?
Darüber habe ich mir eigentlich noch so gar keine Gedanken gemacht. Die Aufgabe jetzt aktuell ist relativ klar. Das heißt, wir müssen versuchen, wieder Siege zu erreichen, um uns in der Liga zu halten, um uns zu stabilisieren. Das ist, glaube ich, mein Primärziel Nummer eins. Und dafür haben wir jetzt noch 8 Spiele Zeit. Und im Endeffekt geht es darum, seine Art von Fußball in diese Mannschaft zu bringen, so schnell als möglich. Wir haben jetzt eine Länderspielpause von 2 Wochen. Das klingt recht verlockend. Wenn man genauer hinsieht, dann ist es nicht ganz so einfach, weil eben viele, viele Spieler im Moment unterwegs sind, was ja auch für den Kader spricht, dass man sehr viele Nationalspieler hat. Man kennt es auch aus meiner Zeit in England, dass ich da in der Zeit in der Länderspielpause nicht wirklich viel machen konnte. Aber ich bin trotzdem froh, dass ich schon mal einen Teil der Mannschaft kennenlernen kann. Der zweite Teil kommt dann nächste Woche. Und dann geht es darum, sich auf ein Auswärtsspiel gegen Bremen vorzubereiten. Für mich nochmal ist es eine Art von Revival-Tour, wenn ich möchte, sagen möchte, in eine Liga, die ich immer verfolgt habe, auch in der Zeit, wo ich in England war, die ich natürlich sehr gut kenne, die ich als sehr, sehr gut einschätze, als extrem stark sogar im Moment. Vielleicht jetzt nicht gerade international belegt mit sehr vielen Mannschaften, die in Weiterkommen schaffen, aber doch die eine oder andere, die es sehr gut gemacht hat, Bayern, Leverkusen, Dortmund. Aber wenn man die ersten 5 Mannschaften in der Liga betrachtet, wie sie spielen, wie sie zusammengestellt sind, die Kader betrachtet, ich glaube, dann muss man sich absolut nicht verstecken. Klar, die Premier League hat nochmal vielleicht einen dicken mehr Namen und mehr Nuance, mehr Geld, aber im Endeffekt ist es auch möglich, in Deutschland erfolgreichen Fußball zu spielen und attraktiven Fußball zu spielen, und das zeigen diese Mannschaften. Und wir wollen das in Zukunft auch zeigen. Wir wollen auch zeigen, dass wir zu mehr in der Lage sind, dass wir uns wieder den Respekt erarbeiten, den wir brauchen. Und einfach, das geht nur über Ergebnisse, über eine sehr, hoffentlich sehr lebendige Art zu spielen und eine Art zu spielen, die es auch wieder dieses Stadion füllt und die auch wieder in der Lage ist, Menschen zu begeistern. In der ersten Reihe für die Süddeutsche Zeitung Thomas Hürner. Hallo Herr Hasenhüttl, seitdem Ihr Landsmann Oliver Glasner weg ist, hat der VfL Wolfsburg wahrscheinlich eher sehr wenig aus seinen Möglichkeiten gemacht. Sie haben vorher schon den Kader gelobt. Wie haben Sie denn das aus der Distanz verfolgt und wo müssen Sie dann jetzt ansetzen, um es in eine andere Richtung zu biegen? Ja, wie ich schon gesagt habe, es gibt sicherlich nicht nur den einen Punkt, der entscheidend ist, um erfolgreich zu sein. Heutzutage lebt Fußball sehr viel von Automatismen. Und das Ganze zusammenzufügen, glaube ich, ist speziell für Vereine, die eben unter Druck sind und die Probleme haben, extrem wichtig. Ich glaube, dass ich das in der Vergangenheit erleben durfte, ob in Southampton oder auch bei anderen Vereinen. Es ist ja sehr, sehr oft so, dass man Vereine eher übernimmt in Problemsituationen, in Situationen, wo es nicht so läuft. Das ist ja eigentlich die Regel. Die Ausnahme war vielleicht die Situation, als ich damals Leipzig übernommen habe, eine Mannschaft, die in die Bundesliga aufgestiegen ist und die eigentlich im Laufen war, die eigentlich, wo ich mehr oder weniger auf dem fahrenden Zug aufgesprungen bin, der richtig unterwegs war, und dann ist es auch nicht so einfach oder nicht so schwer, da gleich erfolgreich zu sein. Aber wie gesagt, dafür bin ich jetzt engagiert worden und das ist jetzt meine Aufgabe. Ich habe die Verantwortung dafür. Und ich freue mich sehr darauf, mit dieser Mannschaft zu arbeiten. Ich freue mich sehr darauf, meine Vorstellung vom Fußball mit dieser Mannschaft umzusetzen. Und dementsprechend bin ich froh, wenn es losgeht. In der ersten Reihe nochmal die Watz und dann in der zweiten Reihe Markus Jürgensen für Sky. Ja, gehen wir vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Gern darf sich auch der Sportdirektor dazu äußern. Wann gab es denn die erste Kontaktaufnahme und wie liefen die Gespräche dann ab? Wie gesagt, können Sie sich beide dann gerne dazu äußern. Danke. Ich glaube, man kann so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wir haben uns im Trainingslager im Seefeld zufälligerweise kennengelernt und getroffen, wo Ralf ganz in der Nähe sich aufgehalten hat und uns quasi
mehr oder weniger begleitet hat und beim Training zugeschaut hat, interessenshalber, sodass es üblich ist in der Branche, dass man da logischerweise auch ein Stück weit im Austausch bleibt, dass man im Kontakt bleibt, auch über Fußball sich unterhält, über Spieler sich unterhält, über Themen, die relevant sind in der Branche. Aber diesen konkreten Initialpunkt, wo wir uns letztendlich darauf verständigt haben, zusammenzuarbeiten, das war nach dem Spiel gegen Augsburg, wo wir einfach festgestellt haben, in der Gesamtbetrachtung der Situation, dass es einen neuen Impuls braucht, haben wir den Kontakt aufgenommen, die Dinge, die schon im Vorfeld sehr harmonisch und sehr auf zwischenmenschlich auf sehr guter Ebene, inhaltlich auf sehr guter Ebene gelaufen sind, dann nochmal konkretisiert und in der Kürze der Zeit letztendlich auch die Umsetzung dann dargestellt. Sie haben die Qualität des Kaders angesprochen. Habe ich? Ja, also Sie haben gesagt, dass Sie, wenn ich das richtig verstanden habe, dass das eine gute Qualität ist, die die Mannschaft hat. Jetzt haben sich vor Ihnen allerdings ja auch schon Trainer an diesem, nicht speziell an diesem Kader, aber schon an der Mannschaft ausprobiert. Ne? Und haben Sie darüber mal nachgedacht, dass es vielleicht auch ein bisschen schwierig sein kann, diese Mannschaft ins Rollen zu bekommen? Nee. Weil ich nie weiß, wie der Ansatz ist, was gefragt ist, was verlangt ist. Und es gibt viele, viele Möglichkeiten, mit einer Mannschaft Fußball spielen zu wollen. Und deswegen, glaube ich, ist es viel, viel entscheidender, was man sich selber vorstellt, was man mit der Mannschaft leisten kann. Und wenn ich was gelernt habe in den Jahren, als ich als Cheftrainer gearbeitet habe, dann immer unvorbelastet in so eine Geschichte reinzugehen, sich selber einen Eindruck zu machen von jedem einzelnen Spieler, weil man erst dann wirklich entscheiden oder wirklich beurteilen kann, wie viel er wirklich von ihm umsetzen kann oder ob es einfach nicht reicht. Aber das ist ja auch das Gute jetzt, dass man die Möglichkeit hat, vor allem auch bis Saisonende zu sehen, was der Kader kann und was er vielleicht noch nicht kann und dementsprechend dann zu reagieren im Sommer, wenn wir es schaffen, bis dahin eben die entscheidenden Spiele zu gewinnen. In der zweiten Reihe ganz außen bitte und dann nochmal die Bild. Hallo, Jan-Philipp Kronberg von der dpa. Hallo, Herr Hasenhüttl. Hallo. Herr Schinzelotz hat eingangs gesagt, zuletzt hat auch einfach das Glück gefehlt. Können Sie ein bisschen ausführen, wie kann man denn Spielglück forcieren? Wie wollen Sie das machen? Ja, also grundsätzlich ist für mich Glück und Pech immer ein schlechter Parameter eigentlich, um Spiele zu analysieren. Aber es gibt tatsächlich Momente, oder Augenblicke, wo das Momentum nicht auf deiner Seite ist und du dadurch Spiele verlierst. Das ist definitiv im Fußball der Fall. Das kommt vor. Ein alter Trainer, Hermann Gerland, hat mal gesagt, immer Glück ist Können, immer Pech ist Unvermögen. Da hat er nicht so ganz Unrecht. Aber ich glaube schon, dass man sich Glück auch erarbeiten kann. Und es ist einfach, es sieht manchmal glücklich aus, wenn Mannschaften zum Schluss jedes Mal ein Spiel gewinnen. Ich sage, da ist einfach so viel Potenzial und so viel Qualität da, dass sich diese Qualität irgendwann durchschlägt. Und es ist kein Zufall. Und deswegen muss man einfach so am Rad drehen, dass man selber in die Lage kommt, vielleicht mal das auch das Glück zu erzwingen zum Schluss und so einen Spieler noch zu drehen. Und das geht, wie gesagt, nur durch einen enormen Aufwand und durch viel. Ja, viel Einsatz und viel vor allem Automatismen, die man auch in die Waagschale werfen kann. Und deswegen arbeiten ist ein ganz, ganz hilfreicher Punkt, glaube ich. Herr Hasenhüttl, Sie haben gesagt, Sie wollen unbelastet an die ganze Sache rangehen. Werden Sie trotzdem den Kontakt zu Kovac schon mal suchen oder haben Sie es vielleicht sogar schon getan? Und Sie haben gesagt, Sie haben eine spezielle Vorstellung vom Fußball. Welchen Fußball wollen Sie denn sehen oder welchen wollen Sie vermitteln? Also ich habe jetzt keinen Kontakt mit Nico, ich hatte im Sommer mit ihm Kontakt. Wir haben damals im Trainingslager ein bisschen miteinander geredet und über den Kader auch damals geredet. Aber ich bin da auch normalerweise nicht jemand, der da den Vorgänger kontaktiert, aufgrund dessen, weil ich mir meine eigene Meinung von den verschiedenen Spielern machen möchte. Ich glaube, das ist nur fair gegenüber den Spielern und das hilft ihnen, glaube ich, auch, weil sie den praktisch bei Null anfangen können und mir was präsentieren können, was sie drauf haben. Ja, ich glaube, der Fußball, für den ich stehe, ist sicherlich sehr, sehr aktiv. Es ist ja auch, glaube ich, bekannt, dass ich eine RB-Vergangenheit habe und die ist natürlich auf sehr viel Spiel gegen den Ball ausgerichtet. Ich habe sicherlich in den 4 Jahren in Southampton mich schon ein bisschen
ja, ich will nicht sagen losgelöst von dieser Eindimensionalität manchmal, die damals noch im RB-Kosmos geherrscht hat. Ich glaube schon, dass es wichtig war für mich auch mit Ball eben mich weiterzuentwickeln und als Trainer da zu lernen. Und wo lernt man besser als in der besten Liga der Welt gegen die besten Mannschaften und die besten Trainer? Da lernt man definitiv sehr schnell, was funktionieren kann und was nicht. Ich glaube aber auch, dass mittlerweile Leipzig einfach auch gemerkt hat, dass es eben auch viel, viel wichtiger ist, dass man auch in allen Bereichen sich entwickelt. Dementsprechend bin ich aber sehr, sehr dankbar für diese Schule, die ich damals in Leipzig haben konnte, mit der Art und Weise, wie wir dort gearbeitet haben und was wir dort gelernt haben, war für mich als junger Trainer sehr, sehr entscheidend, war sogar, möchte ich sagen, Gamechanger in meinem Kopf, weil ich dadurch Dinge halt, die ich vorher ja sehr allgemein betrachtet habe, sehr, sehr detailliert gelernt habe. Das hat mir sehr viel gebracht, muss ich sagen. Ja, und den Rest lernt man halt dann Learning by Doing, wie ich gesagt habe, in der Premier League gegen sehr, sehr starke Gegner mit sehr vielen Qualität und sehr guten Trainern. Da lernt man enorm viel. Und ja, dieses Wissen hilft mir hoffentlich, dass ich hier für Erfolg sorgen kann. Sie haben ja vorhin schon mal in einem Nebensatz gesagt, als es dann in Southampton zu Ende ging, waren Sie recht leer. Ich glaube, das waren Ihre Worte. Können Sie mal mit ein paar Sätzen sagen, was Sie in diesen knapp anderthalb Jahren gemacht haben und warum diese Zeit vielleicht auch wertvoll für Sie persönlich war? Ich habe keine Interviews gegeben, nicht ein einziges. Ich war komplett raus aus der Öffentlichkeit. Ich habe das sehr genossen, muss ich sagen, nach 4 Jahren Premier League, jede Woche 3 Spiele circa, also und gefühlt wie viele Pressekonferenzen, ich habe keine Ahnung, will man einfach nur abtauchen und versuchen, sich komplett rauszunehmen. Ich habe das, wie ich schon gesagt habe, sehr genossen, auch unerkannt durch Straßen gehen zu können, sich in Lokale setzen zu können, ohne dass einen jemand kennt. Das war in Deutschland ganz einfach möglich, weil man ja vorher schon 4 Jahre weg war. Das merkt man dann sehr, sehr schnell, dass man in der Öffentlichkeit nicht mehr aufscheint. Und dann hat man eigentlich ein Leben, wie es vor dem Fußball war. Das war, muss ich sagen, sehr, sehr angenehm. Und auch notwendig, um diese Kraft wieder zu finden und diesen Hunger wieder zu finden, dann auch vielleicht wann irgendwann wieder zurückzukehren. Es ist trotzdem interessant, wie sehr einen der Fußball beschäftigt. Man kann noch so schöne Dinge tagsüber machen, in der Nacht träumt man trotzdem davon. Das ist interessant. Man kann das nie mehr, glaube ich, ganz wegdrücken, weil dazu hat man zu viele Jahre und zu viel Energie in den Fußball gesetzt. Und das ist einfach ein Teil von einem. Das kann man auch nicht mehr, glaube ich, wegdiskutieren. Das ist so. Das Schöne ist einfach, dass der Fußball ja sich trotzdem weiterentwickelt und man trotzdem auch dann geneigt ist, auch up-to-date zu bleiben. Und das ist ja vielleicht nicht mehr die Riesenveränderung im Fußball, aber man merkt immer wieder, dass es neue Ansätze gibt, immer wieder neue Möglichkeiten gibt, den Fußball darzustellen. Und wenn man dann auch einen gewissen Abstand wieder hat, dann hat man auch wieder ein offenes Auge für solche Dinge. Und dann merkt man auch, dass man Spiele wieder anders betrachtet als zu Beginn. Ich weiß noch, dass ich bei der letzten Weltmeisterschaft, glaube ich, 3 Spiele gesehen habe, weil ich kein Spiel sehen konnte. Das war, glaube ich, ein Monat nach meiner Beurlaubung in Southampton, nach den 4 Jahren. Ich war einfach nicht in der Lage, Fußball zu gucken, aber jetzt ist das wieder komplett anders. Und ich habe einfach in den letzten Monaten schon gemerkt, dass da wieder der Hunger da ist, sich wieder selbst zu beweisen und wieder diese Ideen, die man hat, auch wieder umzusetzen. Und da freue ich mich sehr drüber. Sie haben gesagt, der Hunger kommt irgendwann wieder auf Fußball. Das haben Sie gerade ausgeführt. Wie ist denn eigentlich umgekehrt? Welche Hobbys werden Sie vielleicht vermissen? Wer kümmert sich um den Garten? Wer kümmert sich um eventuelle Goldfische? Also in der Tat, ich habe schon gesagt, langweilig ist es mir nicht gewesen. Ich habe sehr viele Hobbys, aber wie es immer so im Leben ist, man vermisst als Trainer vielleicht Dinge, die man nicht machen kann, und man vermisst als Nicht-Trainer auch Dinge, die man nicht machen kann. Und deswegen, es ist immer so im Leben, dass man gewisse Dinge dann vermisst, aber es ist gut. Also es ändert sich nichts. Es sind auch viele Dinge, auf die ich mich jetzt enorm freue. Auf Gespräche mit Journalisten, auf Gespräche mit Mitarbeitern, auf Gespräche mit interessanten Menschen, Spielern und natürlich auch auf die Verantwortung, die man wieder hat. Und dafür lohnt es sich einfach, den Tag anzugehen. Und ich
bin jetzt nicht mehr der ganz junge Trainer, der so grün, blauäugig in so eine Situation reingeht, aber das macht die Sache ja auch irgendwie reizvoll, weil man mittlerweile schon einen ganz anderen Horizont hat und die Sache anders betrachtet. Ich muss sagen, dass ich heute wesentlich entspannter bei einer ersten Pressekonferenz sitze, als vielleicht noch vor 10, 15 Jahren oder auch selbst vor 4 Jahren, als ich in England angefangen habe, wo ich mir schwer getan habe, die Fragen zu verstehen und geschweige denn dann auch auf Englisch eine Antwort zu finden. Das ist heute ganz anders und deswegen freue ich mich riesig, dass ich hier auf ein hoffentlich sehr respektvolles Miteinander hinarbeiten kann und auf eine gute Zusammenarbeit in allen Bereichen. Es gibt ja noch die eine oder andere Sache, die noch offen ist. Es hieß, Sie haben einen längerfristigen Vertrag unterschrieben, ist ja jetzt kein konkretes Jahr genannt. Können Sie da genauer werden? Und die zweite Sache, Co-Trainer-Frage, ist da schon was geklärt? Wen bringen Sie mit? Nein, nein. Also ich will nichts zu meiner Laufzeit sagen und ich sage auch, ich kann auch noch nichts zum Trainerteam abschließend sagen, weil es einfach sehr kurzfristig jetzt passiert ist. Sehr viele meiner ehemaligen Co-Trainer sind mittlerweile entweder selber im Amt oder noch nach wie vor als Co-Trainer irgendwo anders tätig. Deswegen mussten wir jetzt kurzfristig schauen, was wir oder welches Personal ich mitbringe, aber das werdet ihr dann früh genug erfahren. Eine der zentralen Aufgaben dürfte jetzt sein, eine Hierarchie in der Mannschaft zu definieren. Jetzt haben Sie gerade gesagt, Sie haben schon ein bisschen Erfahrung gesammelt. Wie macht man das denn jetzt am schlauesten und auf die Schnelle? Ja, also im Endeffekt geht es erst einmal darum, die Mannschaft kennenzulernen. Ich glaube, das wisst ihr alle, das sind schon einige gestandene Profis drinnen, die schon sehr viel erlebt haben, die auch eigentlich vorangehen sollten. Und ich glaube auch, dass eine starke Hierarchie manchmal ein bisschen überschätzt wird. Klar ist es wichtig, eine gute Achse zu haben und vor allem intern im Umkleideraum wichtig, dass man dort auch Spieler hat, die wissen, was gefragt ist. Aber ich glaube, dass wir hier generell eine Mannschaft haben, so ist es mir gesagt worden, die eigentlich ein gutes Miteinander pflegt und trotzdem kristallisiert sich sehr schnell dann mit den Aufgabenverteilungen dann heraus, auf welche Spieler der Trainer extrem setzt oder wer halt extrem viel Verantwortung übernehmen soll am Spielfeld. Verantwortung sollte jeder übernehmen, aber natürlich wird man auch den einen oder anderen mehr in die Verantwortung nehmen und das ist dann wahrscheinlich die Achse, die dafür sorgen soll, dass dieser Laden läuft. Herr Schinzelor, eine Frage noch an Sie. Wir haben ja gehört, langfristiger oder längerfristiger Vertrag, aber es gibt ja quasi, würde ich so interpretieren, eben jetzt zwei Teile der Aufgabe. Erstmal, was passiert bis zu Saisonende und was kommt danach? Wie würden Sie mit Ihren Worten diese zweiteilige Aufgabe beschreiben? Was wünscht sich der VfL mit Ralf Hasenhüttl? Also ich glaube, Sie beschreiben diese beiden Dimensionen, die wir betrachten müssen, ziemlich gut. Wir haben die kurzfristige Situation, dass wir einfach viel zu lange auf den Sieg schon warten und ein Stück weit auch der Glaube vielleicht in der Mannschaft verloren gegangen ist. Das heißt, wir müssen schnellstmöglich dafür sorgen, dass wir eine gewisse Grundeuphorie wieder reinkriegen, dass wir einen Optimismus reinkriegen, dass wir den Glauben an Siege wieder reinkriegen und zwar alle gemeinsam. Und das sind nicht nur die Spieler, die dann auf dem Platz stehen, sondern das sind alle drumherum. Das seid ihr Journalisten, das sind die Fans, das sind die Bürger der Stadt Wolfsburg, dass wir alle da wieder diese Einheit bilden und sagen, okay, wir müssen uns der Situation gemeinsam stellen und sie kurzfristig ins Positive drehen. Die andere Perspektive ist natürlich die mittelfristige und langfristige Planung und ich glaube, da haben wir uns beim VfL Wolfsburg sehr genau positioniert, dass wir eben auf junge, hungrige, entwicklungsfähige Spieler setzen wollen und ich glaube, dass wenn wir die Historie oder die Vergangenheit von Ralf betrachten, haben wir genau den richtigen Mann gefunden, der beide Perspektiven bedienen kann. Er hat in Southampton eine ähnliche Situation, aus meiner Sicht noch deutlich schwieriger, gelöst und kurzfristig für Stabilität gesorgt und hat es dann aber auch mit seiner Art und Weise und mit seiner Spielidee geschafft, Intensität, Euphorie in ein Fußballspiel, in eine Fußballmannschaft zu bringen und konnte auch so junge, hungrige Spieler weiterentwickeln, sodass wir eben beide Perspektiven bedienen hier und wie gesagt, wie eingangs gesagt, ich bin sehr froh, dass wir das so umsetzen konnten. Nachfrage bitte.
Mich würde mal interessieren, wie Sie intern eigentlich das Thema Abstiegssorgen oder Abstiegsangst sehen. Klar, es sind nur 6 Punkte bis auf 16, aber von außen betrachtet würde ich sagen, es gibt doch, glaube ich, mindestens 3 Mannschaften, die es ein bisschen schwieriger haben diese Saison. Gibt es wirklich sowas wie Abstiegssorgen in Wolfsburg gerade? Also ich glaube, es ist immer wichtig, dass man sich auf sich selbst konzentriert und fokussiert. Und ich habe es gerade eben gesagt, dass wir für uns selbst verantwortlich sind. Wir dafür sorgen müssen, dass es wieder Euphorie, Optimismus und Enthusiasmus gibt. Wenn wir das hinbekommen, und ich bin fest davon überzeugt, dass wir das in der Konstellation hinbekommen mit dem neuen Cheftrainer, mit der Mannschaft, mit allen Beteiligten, die ich auch erwähnt habe, dann werden wir Punkte holen und dann werden wir uns weiterentwickeln. Und ja, ich bin absolut zuversichtlich und optimistisch, dass das auch kurzfristig funktionieren wird. Dann in der ersten Reihe die Watz nochmal. Ja, es ist ja eine Länderspielpause, vielleicht kommt Ihnen das sogar entgegen, weil als neuer Trainer muss man ja die Mannschaft auch erstmal kennenlernen. Wie ist denn da so Ihr Ansatz? Werden Sie denn mit allen möglichen Spielern bzw. mit den Führungsspielern, die hier sind, wohlgemerkt Gespräche führen oder wie ist da Ihr Ansatz? Mhm. Das hat schon mal sehr viel Sinn, wenn man mit Spielern Gespräche führt und das werden wir natürlich auch tun. Und das ist sogar ein Vorteil, wenn momentan nicht so viele da sind, da hat man mehr Zeit für den Einzelnen. Ich glaube schon, dass es vor allem wichtig ist, dass wir jetzt auch die Zeit nützen mit denen, die da sind. Und das sind ja doch einige, vor allem Innenverteidiger sind hier, die Sechser sind hier. Also es sind schon ein paar Spieler, die auch gute Chancen haben, gegen Bremen aufzulaufen, dass man mit denen schon die ersten Inhalte auch trainiert. Und ja, nicht nur auf dem Platz, sondern auch videotechnisch natürlich viele Dinge umsetzen kann. Und das, ja, wird definitiv passieren. Niklas Löwendorf für Sport 1. Herzlich willkommen zurück nochmal auch von mir. Ich würde die Frage von eben auch an Sie nochmal gern weitergeben, von eben welche Perspektive sehen Sie beim VfL Wolfsburg? Das Wort Europa geistert hier immer wieder rum. Sehen Sie das auch mit Blick auf die nächsten Jahre realistisch? Ich bin nicht so sehr Realist, ich bin gerne ein Träumer auch, also mir ist ganz egal, wie man das jetzt sieht, ich habe schon meine Vorstellungen, was ich mit der Mannschaft erreichen möchte. Am liebsten ist es mir, wenn wir nach dem Erreichten darüber sprechen und nicht schon vorher. Ich glaube immer daran, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass man den Jungs nicht sofort den riesen Rucksack umhängt. Lass uns erstmal uns eine gewisse Qualität erarbeiten, dann werden wir sehen, wie weit wir kommen, und ich finde das jetzt auch sehr, sehr sehr, sehr spannend in den letzten Spielen, uns auch selbst zu beweisen, was wir in der Kürze der Zeit in der Lage sind zu verändern und wie schnell wir in der Lage sind, ja, mit Top-Gegnern, die ja auch auf uns warten in den nächsten Spielen, auch mitzuhalten. Und deswegen kann ich da nur sagen, der Weg ist für mich viel, viel entscheidender und dann kann man Tabellenplätze, Siege, alles andere ganz von alleine. Sie hatten viele Wegbegleiter schon auf Ihren Weg. Wer war denn der erste Gratulant? Wer hat Ihnen zuerst geschrieben? Wer hat zuerst angerufen? Also anrufen bringt eher eh nichts im Moment, weil ich keine Zeit habe, das zu beantworten. Aber geschrieben haben sehr, sehr viele Wegbegleiter auch aus vergangenen Tagen, keine Frage. Auch Leute, die man schon, oder Spieler, die man schon lange nicht mehr gehört hat, mit denen man vor Zeiten Erfolge hatte. Und das freut einen umso mehr, weil ganz egal, ob dritte oder zweite Liga in Deutschland, ich habe doch einige Stationen durchlebt im deutschen Fußball und freuen sich irrsinnig, dass ich wieder in der Bundesliga arbeite. Und ich kann das nur zurückgeben. Ich freue mich auch sehr darauf und ich werde sicherlich viele alte Bekannte wieder treffen und ja, auch die Klingern mit dem einen oder anderen kreuzen, was ja auch Spaß macht. Ein sehr schöner Übergang. Mit einem können Sie jetzt leider die Klinge nicht mehr kreuzen. Sie fangen an beim VfL Wolfsburg, Christian Streich hört auf beim SC Freiburg. Sie haben ihn ja in der Vergangenheit schon erlebt, irgendwie eine prägende Figur, glaube ich, im deutschen Fußball mittlerweile. Wie haben Sie ihn erlebt? Es ist schade, dass er nicht mehr dabei ist, dass Sie die Klinge mit ihm jetzt dann zumindest langfristig nicht mehr kreuzen können. Ja, also absolut nachzuvollziehen, muss ich sagen, was Christian die letzten Jahre geleistet hat, ist, das muss ich hier nicht erwähnen, einfach nicht hoch genug zu bewerten, muss ich ganz klar sagen. Aber auch an ihm geht dieser Job nicht spurlos vorüber. Das sieht man an seinem Gesichtsausdruck. Er ist nicht jünger geworden die letzte Zeit. Und ich habe ein paar sehr interessante Begegnungen mit ihm gehabt. Ich
kann mich noch an das erste Freundschaftsspiel erinnern, ich glaube mit dem VfR Aalen, war für mich schon beeindruckend, wie er coacht von außen und hat mich als junger Spieler sogar als junger Trainer geprägt. Natürlich verfolgt man das, was Christian erreicht hat. Und was ich noch viel höher einschätzen möchte an seiner Qualität als Trainer, ist die seine Qualität als Mensch, weil er sich immer getraut hat, auch Dinge auszusprechen, über die es in unserer Position oft sehr, sehr kritisch ist, zu sprechen. Aber ihm hat man das zugestanden. Und ich finde, es ist sehr schade, dass ein sehr wichtiger Fürsprecher für gewisse Belange damit verschwindet. Und ich hoffe, dass diese Rolle dann irgendjemand anderes ausfüllt, weil es einfach ganz, ganz entscheidend im Fußball ist, dass es auch mal Trainer gibt, die für solche Dinge Position ergreifen. Und ich finde, das hat er in den Jahren überragend gemacht und hat sich damit einen unglaublich hohen Stellenwert in der Gesellschaft erarbeitet, wie ich finde. Herr Hasenhüttl, gibt es eigentlich im aktuellen VfL-Kader schon irgendwelche besonderen Querverbindungen? Es gibt den einen oder anderen Österreicher. Sind Sie irgendeinem Spieler aus irgendeinem Zusammenhang näher als den anderen? Komischerweise nicht. Ich muss anscheinend wirklich schon lange weg sein aus der Bundesliga, weil ich hatte eigentlich mit keinem Spieler noch persönlich zu tun. Deswegen ganz unvorbelastet an die ganze Sache ran. Gehen wir mal ein bisschen weg vom Sportlichen. Sie sind jetzt neu in Wolfsburg. Hatten Sie denn schon die Möglichkeit, sich mal was anzugucken? Das Rathaus, das Pheno, VW-Werk, wie auch immer. Und wie ist es mit dem Thema Wohnungssuche? Sind Sie da schon, haben Sie da schon erste Schritte gewagt? Oder? Schon alles abgehandelt. In 12 Stunden, seit ich hier bin, also logischerweise. Kann man sich wahrscheinlich vorstellen, dass ich dafür noch nicht so viel Kopf hatte und dementsprechend, ja. Es wird aber auch definitiv die Zeit dafür sein, nur im Moment nicht. Dann beenden wir das jetzt, machen einmal einen Rundgang durch die Stadt. Genau. Und dann vielen Dank an euch und nochmal herzlich willkommen beim VfL Wolfsburg. Danke vielmals. Dankeschön. Danke.